Schuhe nach Crash auf der Autobahn verstreut. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten, einige mitzunehmen. Das sind die Top-News des Tages. Sturm Graz ist ÖFB-Cupsieger. Die Mannschaft aus der Steiermark schlägt Rapid Wien wie im Vorjahr in einem hart umkämpften Finale. Heuer mit 2:1. Während Graz auch noch Tabellenführer ist, bleibt Rapid weiter seit 16 Jahren titellos und muss bereits seit 29 Jahren auf einen Cupsieg warten. Zu wenig zu essen oder Lebensmittel mit unzureichender Qualität. Über 1 Million Personen in Österreich gelten als ernährungsarm. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Gesundheit Österreich. 420.000 Personen müssen sogar Mahlzeiten ausfallen lassen oder haben mehrere Tage gar kein Essen. Besonders betroffen sind laut der Studie junge Menschen, Kranke, Niedrigqualifizierte und Arbeitslose. Schuhe von Calvin Klein, Ralph Lauren und Adidas auf der Autobahn. Ein Wiener war am Dienstag in Ungarn unterwegs, als es bei Dürr zu einem Crash kam. Bis zum Eintreffen der Beamten versuchten einige Personen, ein paar Schuhe mitgehen zu lassen. Leser Samir hatte jedoch etwas dagegen. Als Unternehmer regiert bei ihm die Vernunft. Er hielt einem Mann davon ab, Schuhe zu stehlen. Mehr Informationen findest du über den Link in der Bio.